man vor lauter Krisen manchmal das Gefühl hat, man weiß gar nicht, wo vorne und hinten und oben und unten ist. Ganz so ist es allerdings nicht. Ich glaube, man kann bei allen Ansprüchen, die der Tag, die Tage, die Wochen bereithalten, schon sehr klar definieren, was wir tun müssen, was die Gefahren für die deutsche Wirtschaft sind und was die eigentliche Perspektive ist, die wir nicht aus den Augen, vor allem nicht aus dem Handeln verlieren dürfen. Der Tag wird dominiert durch die Energiepreisfragen. Und ich nehme an, darüber reden wir gleich bei dem Panel nochmal. Da gibt es so viele Verästelungen vom Ausbau von Infrastrukturen bis zur Frage, wie sich die Märkte aufstellen, dass ich mich da jetzt nicht verlieren werde. Ich nehme an, dass wir das gleich noch vertiefen. Aber die hohen Energiepreise sind natürlich erst einmal eine akute Gefahr über die offene Frage oder die immer wieder zu beantwortende Frage, haben wir genug Rohstoffe für die Wirtschaft insgesamt und damit für die Volkswirtschaft insgesamt? Ich will drei Aspekte nennen, die unabhängig von der Frage, ob überhaupt noch Gas kommt und was passiert, wenn nicht, relevant und dominant sind und die wir der Tendenz nach jetzt schon beobachten können und die in das Herz von klassischer Wirtschaftspolitik führt. Das erste ist, dass wir, nachdem wir zwei gute erste Quartale hatten, ist ja eine bisschen widersprüchliche Situation, die ersten Quartale waren für viele Branchen sehr gut, auch für die Industrie. Sie konnte ihre Preise weitergeben, was dann zur hohen Inflation geführt hat, aber auch die Dienstleistungen, das körpernahe Gewerbe, der Tourismus, die Gastronomie, alle hatten wieder gute Zuwachsraten. Die Pandemie ist zurückgedrängt worden, alle haben sich auf den Sommer gefreut. Also die Gegenwart ist gar nicht so schlecht, aber die Angst vor der Rezession, vor der Zukunft, und zwar schon vor der unmittelbaren Zukunft, ist überwältigend groß. Was hat das für eine Konsequenz? Erstens, dass jetzt, obwohl die Rücklagen noch da sind, die Investitionsbereitschaft droht zu erlahmen. Dass Unternehmen, Betriebe das Geld festhalten, beziehungsweise wenn sie investieren wollen, sie immer stärkere Kreditauflagen bekommen, die Banken halten oder drohen ebenfalls Geld zurückzuhalten, sodass eine Gefahr besteht, dass wir in eine Investitionsbremse reinlaufen. Genau das Gegenteil dessen, was wir eigentlich jetzt gerade erlebt haben in den ersten beiden Quartalen. Die zweite Gefahr besteht darin, dass die hohen Energiepreise und die hohe Inflation durch die Energiepreise getrieben zu einem Kaufkraftverlust führen. Nicht für alle gleichermaßen, aber grob gesprochen wird man sagen können, dass sich die soziale Lage in Deutschland noch weiter aufteilt. Wir können jetzt schon sehen, dass ein Teil der Haushalte mehr Geld ausgibt, als sie bekommen. Also die Rücklagen werden aufgezehrt, beziehungsweise sie arbeiten permanent im Minus. Das kann perspektivisch nur dazu führen, dass dort Kaufkraftverlust und Kaufkraftzurückhaltung einkehrt. Ein anderer Teil der Gesellschaft wird sich über die hohen Preise ärgern, aber wird relativ unbeeindruckt davon seinen Urlaub machen, seine Konsumtätigkeiten vorhalten. Aber es droht eben auch noch eine schwächelnde Binnennachfrage. Und dann drittens droht die Gefahr, dass die Märkte, obwohl noch die Rohstoffe verfügbar sind, sie quasi künstlich zurückhalten. Man spekuliert auf noch höhere Preise und Unternehmen, die Aufträge bekommen und sagen, die wollen wir dann in Zukunft einlösen, dafür brauchen wir noch die und die Mengen an Energie, kriegen diese Energiemengen auf einmal nicht mehr. Nicht, weil sie nicht verfügbar wären, sondern weil sie quasi künstlich zurückgehalten werden, sodass dann auf einmal die Märkte nicht mehr funktionieren. Alle drei Szenarien sind noch nicht da, sind aber zu befürchten und würden Deutschland in eine Rezession führen, unabhängig davon, ob die Gaslieferungen aus Russland kommen. Das Gute ist, alle drei Szenarien sind politisch zu bearbeiten. Alle drei Szenarien sind keine Naturgesetze, sondern können über Regulierung, über Bereitstellung von öffentlichen Geldern, über sozialen Ausgleich, über politische Gespräche, über klare Planung, wohin die Reise geht, über die Versorgung von Energie und größere Mengen von Energien, Ausbau von Erneuerbaren, aber auch neue Infrastrukturen bereit gelöst werden. Und das ist vielleicht das, was man im Moment feststellen muss, neben allen konkreten Fragen, dass die Zeit, wo Wirtschaftspolitik dann am besten war, wenn sie nicht stattgefunden hat, endgültig vorbei ist.
Und das ist ja keine pointierte, aber absurde Feststellung, sondern Sie werden das, wenn Sie länger unterwegs waren, aus den Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, vielleicht aber auch in der politischen Klasse erinnern, dass man von einem Verständnis ausgegangen ist, wo man gesagt hat, naja, also wann ist Politik im wirtschaftlichen Bereich am erfolgreichsten, wenn sie nicht stattfindet? Und wann ist ein Wirtschaftsministerium ein gutes Ministerium, wenn es die Förderbescheide raushaut, aber sich ansonsten an allem schön zurückhält? Also das Wirtschaftsministerium als Wirtschaftsförderbescheid-Ausstellungsbehörde. Das wollen inzwischen nicht mehr die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern es gibt eine aktive Nachfrage nach gestaltender Politik. Die muss nicht einstimmig sein. Das wäre ja absurd und für eine Demokratie am Ende auch traurig, wenn alle die gleiche Meinung hätten, dass darüber gestritten wird, welche finanzpolitischen Instrumente, welche förderpolitischen Instrumente, welche Regulatorik notwendig ist. Ist ja ein gutes Zeichen. Und wer weiß schon alles immer von sich selbst am besten, wir brauchen den Diskurs. Umgekehrt allerdings heißt das nicht, dass wir nichts tun sollten, sondern aus dem Streit heraus braucht es halt entschiedene politische Handlungen. Und ich glaube, das haben wir im letzten halben Jahr gesehen, bei allen Unterschieden in der Beurteilung. Da will ich gar nicht drüber hinwegreden. Und natürlich wird man als Politiker, Politikerin kritisiert und muss sich der Debatte auch stellen. Aber dass wir gehandelt haben, dass wir in der Lage waren, Gesetze zu schreiben, dass wir in der Lage waren, Infrastrukturen zu beschleunigen, dass wir in der Lage waren, auch große gesellschaftliche Solidarität auszuüben, miteinander als Bevölkerung, als Unternehmerinnen und als Unternehmer, dass also dieses Land sich in einem gewissen Sinne als politisches System, wie als politische Aufstellung, wie als Gesellschaft bewährt hat. Das darf man sicherlich mit einem gewissen Stolz für das letzte halbe Jahr sagen. Ob daraus folgt, dass wir uns im nächsten halben Jahr bewähren, im gleichen Maße, ist bei Weitem nicht sicher. Ich habe skizziert, dass die Herausforderungen groß sind und ehrlicherweise noch größer werden als in den letzten zwei Quartalen. Das waren die guten beiden Quartale. Wir werden hart arbeiten müssen, dass die nächsten beiden keine besonders schlechten werden. Wenn sie ähnlich gut werden würden, dann wäre das eine gesellschaftliche politische Meisterleistung. Die ist eigentlich nicht zu erwarten. Aber wir haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass es nicht schlecht wird oder nicht komplett schlecht wird, unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Und vieles, was wir jetzt geübt haben, die politische Entschlusskraft, über manchmal schwierige Debatten in der Politik dann doch sehr schnell zu Gesetzen zu kommen, aber auch gesellschaftliche Solidarität, sie wird sich jetzt noch einmal beweisen müssen. Das ist die Oberfläche, die politische Oberfläche, vor der wir diskutieren und vor deren Hintergrund die heutige Tagung stattfindet. Und sie ist noch einmal bedrückend und unter dem Druck gibt es Beulen und gibt es Kratzer und das muss man alles aushalten. Unter der Oberfläche allerdings findet noch immer eine erstaunliche und wenn ich das mal in meiner Sprache sagen darf, krasse Dynamik statt. Denn der Druck auf die Unternehmen, auf die Gesellschaft führt zu einer Beschleunigung des zweiten Teils dessen, was der Titel oder der Untertitel der heutigen Tagung ist, Transformation in Krisenzeiten. Natürlich sind die hohen Preise auch ein Treiber für die jetzt günstigen Energieformen. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, die Umstellung in der Industrie, die Themen, wie die im Nachhaltigkeitsbereich breit aufgestellt sind, sie sind jetzt auf einmal nicht mehr nur politisch induziert, also irgendwelche Parteien, irgendwelche Politikerinnen und Politiker sagen, das ist aber wichtig und richtig und für die Nachhaltigkeit und für die nächsten Generationen macht mal, sondern auf einmal werden sie tatsächlich ein Geschäftsmodell. Die Preise werden wieder runtergehen. Wir werden weitere Mengen von Gas besorgen. Nicht sofort die Preise runtergehen, aber sicherlich in der Perspektive. Aber sie werden nicht wieder dahin gehen, wo sie vor einem oder anderthalb Jahren waren. Das ist jedenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich. Als ich im März, glaube ich, war es, in den Emiraten war und dort mit dem Energieminister gesprochen habe, Die Emirate sind so eine Art Premium-Partner für grünen Wasserstoff. Also die wollen das, die haben das sehr schnell erkannt, dass sie, und schon vor langer Zeit, dass sie ihre ölbasierte Ökonomie umstellen müssen auf andere Güter, wenn die Welt aus dem Verbrennungsmotor oder aus der Ölverbrennung insgesamt aussteigt. Und die Frage, wann und wie schnell, lassen wir mal kurz beiseite. Aber der Weg ist ja klar skizziert, da muss ja was anderes kommen. Die umweltrechtlichen Genehmigungen gehen dort ein bisschen schneller als in Deutschland.
das Land besteht in weiten Teilen außerhalb der Städte aus Steinwüsten. Die wollen also nach vorne gehen und sie können jetzt schon eine Kilowattstunde Energie für 1 Eurocent ungefähr produzieren, wollen da drunter kommen. Wir sind auch ganz schön günstig geworden, aber da scheint die Sonne eben noch mal ein bisschen mehr und daraus Wasserstoff produzieren. Damals hat der Energieminister mir gesagt, das wollen wir, das ist unser Plan und wir schieben das jetzt an und danke für die gute Energiepartnerschaft, die wir haben. Aber es ist noch ganz schön lange hin, bis sich das selber im Markt trägt. Dann habe ich 3 Monate später in Berlin getroffen, gegen Besuch von ihm. Und er hat das angesprochen und gesagt, Robert, ich weiß noch genau, was ich dir damals gesagt habe, dass es noch kein Business Case ist. Das nehme ich jetzt zurück. Es ist jetzt ein Geschäftsmodell geworden und zwar nicht nur für den Tag, sondern auch für die nächsten Monate und Jahre. Und genauso erleben wir es. Die Nachfrage aus der Wirtschaft, aus der Industrie ist groß. Die Bereitschaft auszubauen ist inzwischen global da. Und auch in Deutschland entstehen erstaunliche Dinge. Bayern will 800 Windkraftanlagen errichten. Das hat es die letzten 15 Jahre nicht gegeben. Ich kann Ihnen sagen, es sind zu wenig für das, was das große Bundesland Bayern auch an windhöfigen Flächen hat. Aber Sie wissen, dass es der Weg ist, den Politiker gehen, wenn sie eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt haben, dann robbt man sich sozusagen schrittweise in die richtige Richtung, ohne Fehler einzugestehen. Erstaunliche Dinge passieren. Und ich glaube, dass diese erstaunlichen Dinge, wenn wir diese Zeit bestehen und überstehen, dann die eigentliche Aufgabe, der wir uns verpflichtet haben und an der wir qua Koalitionsvertrag, ich würde sagen, qua gesellschaftlicher Verpflichtung, qua Gesetz, das schon die letzte Bundesregierung beschlossen hat, zu dem uns das Bundesverfassungsgericht verpflichtet hat, daran arbeiten. Nämlich ein reiches Industrieland, das sehen wir jetzt, sein Reichtum unter anderem dadurch erwirtschaftet hat, dass es günstige fossile Energie leider von einem jetzt, wie wir sehen, unzuverlässigen Partner zu lange eingekauft hat. Ein reiches Industrieland, das sein Reichtum also auf günstiger fossile Energie in weiten Teilen aufgebaut hat, in wenigen Jahren umbauen zu einer Industrienation, die die Umwelt und das Klima schützt. Und diese Aufgabe, sie schien abstrakt fast zu groß für die gesetzte Zeit, die uns gegeben ist, die wir uns selbst gegeben haben, über die Koalition, über die Legislaturperioden hinweg. Jetzt, glaube ich, ist es möglich. Nicht erreicht. Und vieles kann schiefgehen und es gibt natürlich überhaupt gar keine Garantien, dass die Bereitschaft jetzt auch schwierige gesellschaftliche Prozesse miteinander auszuhandeln, dass die erhalten bleibt, dass der Schwung der Gesetzgebung gleich bleibt, dass Länder und Kommunen, Planungsbehörden mitziehen und am Ende haben wir ein gigantisches Fachkräfteproblem in Deutschland und alles, was wir bereden, nicht nur Windkraftanlagen und Solarpaneele oder Wärmepumpen, Gebäudesanierung, aber auch die Industrie, die Ingenieurskunst, alles das muss gedacht und gemacht werden. Wir brauchen Köpfe und Hände und auch daran hapert es. Also Garantien gibt uns keiner, aber es gibt eine gute Perspektive, dass wir jetzt unter dem Druck der Wirklichkeit schneller werden können. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe zusammengefasst, abgewogen, klug, aber schnell und verantwortungsbewusst zu entscheiden, jetzt in der Gegenwart, unterhalb dem Druck des Tages aber das eigentliche Ziel, die eigentliche Transformationsaufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. Und eigentlich beides miteinander zu kombinieren, das, was wir jetzt machen an Energieeffizienz, kann ja auch dazu führen, dass wir Energieeinsparung, Energieeffizienz darüber hinaus hochhalten. Dass wir vielleicht bestimmte Dinge, auch eine bestimmte Verschwendung von Energie jetzt auf einmal erkennen und sagen, okay, für die Solidarität mit der Ukraine, wegen der hohen Energiepreise, um Gas einzusparen, stelle ich mich dem, muss ja nicht vergessen werden, wenn es vorbei ist. Und auch, dass wir gut beraten sind, uns unabhängig zu machen von fossilen Energien und von Ländern, auf die wir uns immer verlassen müssen, die aber nicht immer verlässlich sind, muss ja nicht dem politischen Vergessen einheimfallen, wenn wir irgendwann mal wieder in freundlicheren Tagen leben. Und insofern, im Moment gibt es viele Sorgen, aber über den Moment hinaus gibt es Hoffnung. Und ich glaube, das ist das Stärkste, was eine demokratische Gesellschaft hat und was sie auch hat im Unterschied zu einer autoritären oder diktatorisch geführten Gesellschaft, dass wir die Dinge ändern können.
Diese Hoffnung, die sollten wir uns nicht nehmen lassen. Vielen Dank.